Wir gestalten gerade für Sixt 8 Betontürme am Flughafen Tegel und präsentieren dort das neue Design von Sixt auf über 1200 Quadratmeter. Es war schon schwierig, allein die ganzen Türme perfekt einzurüsten. Man kann sich vorstellen, am Flughafen hat man immer irgendwelche Bestimmungen, man hat Uhrzeiten, nach denen man sich richten muss, man muss Genehmigungen einholen und kann auch nicht mit großen Lastwagen dort auftauchen. Ein großes Thema war auch der Untergrund der Betontürme und dafür konnte ich glücklicherweise meinen langjährigen Partner Malermeister Aal aus Paderborn gewinnen. Wir haben uns vor 10 Jahren kennengelernt und als Graffiti-Sprayer hat Oliver Kreif für mich verschiedene Gestaltungen an Fassaden vorgenommen, hat sich dann in den 10 Jahren zum Künstler weiterentwickelt und heute haben wir bundesweit Anfragen, um Gebäude gemeinsam farblich zu gestalten und es ist so ein bestimmter Stil entstanden und wir haben da zahlreiche Gebäude bereits gemeinsam realisiert. Oliver hat bei mir angerufen, nachdem schon einige sich das angeguckt hatten in Berlin und keine Lösung dafür hatten. Dann habe ich mir das angesehen und festgestellt, dass das gar kein Problem ist. Und da wir bundesweit arbeiten, sind wir gerne nach Berlin gefahren und festgestellt, dass eine spezielle Grundierung von Caparol dafür die richtige Farbe ist. Und nach einer speziellen Reinigung war das gar kein Problem für uns, dann den entsprechenden Untergrund für das spätere Kunstwerk zu schaffen. Die Auswahl der Farben, da sind wir über viele Hersteller gegangen und letztendlich bei Caparol gelandet, die uns halt zusätzlich noch mit einem Seminar unterstützt haben. Wir konnten die Farbe dort testen und sind dann auf das perfekte Produkt für die Betontürme gekommen. Es musste halt eine spezielle Farbe sein, die die gewisse Pigmentierung aufweist und halt auch durch diese Spritzmaschinen durchgeht. Unsere Effekte erzielen wir mit super modernen Airless-Maschinen, Hochdruckmaschinen, wo die Farbe letztendlich wie beim Airbrush ausgesprüht wird. Also quasi eine Sprühdose bloß mit Wandfarbe. Es ist hier ganz wichtig, bestimmte Highlights richtig zu setzen, dass auch wirklich dieser Highlight-Effekt auch rüberkommt. Das Wichtigste eigentlich bei so einer großen Geschichte oder bei so einer großen Fassadengestaltung ist natürlich auch das perfekte Team hinter einem. Also bei meinen Jungs kann ich mich immer darauf verlassen, dass alles, auch wenn ich mal nicht da bin, perfekt läuft und alle haben den richtigen Background dafür, um solche Sachen auch realisieren zu können. Also ich merke schon, dass die Projekte immer größer werden, aber das war eigentlich auch schon immer mein Ziel. Also mir geht es eigentlich darum, immer groß zu denken und groß zu malen und bin eigentlich letztendlich in einer Nische nach langen Jahren gelandet, wo ich mich behaupten kann, mit einem super Team hinter mir wirklich alles zu realisieren, was sich ein Kunde vorstellt.